Liebe Studierende, wir wollen uns heute noch anschauen, was es eigentlich wirklich mit der sogenannten Normalverteilung auf sich hat. Die Normalverteilung führen wir immer wieder im Munde. Die ist mir sicher auch als Begriff immer schon mal wieder dazwischen gerutscht, wenn wir über symmetrische, unimodale Verteilungen gesprochen haben. Viele von Ihnen haben vielleicht auch aus der Schulmathematik eine Vorstellung davon, was es ist. Wir haben uns jetzt aber sozusagen an die Normalverteilung angenähert, indem wir in den letzten Videos gelernt haben, wie wir eine Verteilung anhand ihres Mittelwerts beschreiben können, wie wir dazu bei einem metrischen Merkmal neben dem Mittelwert eine Streuung ausrechnen können, die wir als Standardabweichung bezeichnet haben. Wir haben die Varianz ausgerechnet, die Abstände jedes einzelnen Werts vom Mittelwert aufquadriert, summiert zur Summe von Abweichungsquadraten, geteilt durch die Anzahl der Beobachtungen ein mittleres Abweichungsquadrat. Das war die Varianz. Und wenn wir daraus die Wurzel gezogen hatten, dann hatten wir die Standardabweichung. Und im vergangenen Video haben wir uns dann noch den schönen und wirklich in sehr vielen Disziplinen sehr weit verbreiteten Trick der sogenannten Z-Standardisierung angeschaut. Die Z-Standardisierung hat sie sich ja so verhalten, dass wir gesagt hatten, wenn wir ein Merkmal haben, muss kurz schauen, ob Sie meine Maus sehen, wenn wir ein Merkmal haben wie Lübecker Noten, die in Lübeck zustande kommen, vielleicht die Abschlussnote in Psychologie, dann hat die, so wie sie gemessen wird, vielleicht irgendeinen Mittelwert und auch irgendeine Streuung, irgendeine Standardabweichung, in diesem Fall von 0,68 Noten. Was wir dann gemacht haben, ist, wir haben gesagt, wir könnten dieses Merkmal erstmal zentrieren. Das allein ist ein sehr wichtiger Schritt, der sehr oft verwendet wird. Der wird uns in der Statistik 2 auch nochmal begegnen. Es kann oft sehr ratsam sein und macht eigentlich auch besonders wenig, einfach eine Variable, um ihren Mittelwert zu bereinigen. Wir ziehen von jeder Beobachtung in einem Merkmal den Mittelwert ab und haben so einen neuen Mittelwert 0. Und damit nennen wir eine Variable zentriert. Und wenn wir dann noch hergehen und dieses Merkmal durch seine Standardabweichung, die alle Beobachtungen zusammen aufweisen, teilen, bekommen wir eine neue Standardabweichung. Und die muss zwangsweise, weil wir durch die Standardabweichung geteilt haben, 1 sein. Und so bekommen wir eine transformierte oder Z-standardisierte Variable, die dann quasi eine neue Einheit hat, nämlich die Einheit Standardabweichungen und einen neuen Mittelwert und der ist 0. Das ist hier also in der oberen Reihe nochmal gezeigt, original, zentriert, Z-standardisiert. Was wir damit gemacht haben, ist eigentlich unterstellt, dass diese Variable jetzt standardnormal verteilt ist. Wir sind jetzt also an einer Stelle, an der wir uns nicht mehr länger der Tatsache entziehen können, dass wir mal über Normalverteilung reden sollten. Die Normalverteilung oder auch in diesem speziellen Fall sogar die Standardnormalverteilung. Was haben wir jetzt mit der Z-Standardisierung erreicht? Wir haben unsere Variable genommen, von der wir mal ausgehen, dass sie einigermaßen unimodal und einigermaßen symmetrisch verteilt war. Sonst würde diese Operation nicht so viel Sinn machen. Das war bei diesen Noten gerade der Fall. Diese transformierten Noten haben jetzt den Mittelwert 0 und die Standardabweichung 1. Und es gibt eben genau eine Häufigkeitsverteilung, später sagen wir auch Wahrscheinlichkeitsverteilung, die genau diese Werte aufweist, die sich quasi in Standardabweichungen rund um 0 verteilt. Und das ist die sogenannte Normalverteilung, die in ihrer Funktion von Gauss, Karl Gauss, beschrieben worden ist. Wir sehen jetzt diesen Graph hier, der diese typische, berühmte Glockenform, Glockenkurve aufweist. Und wir sehen hier auf der X-Achse eigentlich Standardabweichungen. Man kann wirklich sagen hier, die 1 ist sozusagen eine Standardabweichung, die 2 sind 2 Standardabweichungen, die 3 sind 3 Standardabweichungen. Und auf der Y-Achse haben wir die relative Häufigkeit. Später werden wir dazu sagen die Wahrscheinlichkeit. Und wir nennen es später auch die Dichte dieser
Funktion. Was Karl Gauß gemacht hat, ist, dass er diese Funktion, also quasi mathematisch beschrieben hat. Wie im Mathematikunterricht können wir sagen, diese rote Linie hier, die wird beschrieben durch eine Funktion. Die muss relativ kompliziert sein, oder? Weil das ist sozusagen ein sehr wohlgeformtes Objekt. Das wissen wir noch aus der Schulmathematik, dass das nicht einfach irgendwie, das ist nicht so was Einfaches wie eine Gerade oder so. Es ist eigentlich eine E-Funktion, das sehen Sie hier, also es hat diese Eulersche Zahl hier drin und die E-Funktion wird potenziert mit einem Ausdruck und wir können uns ja mal versuchen, einfach nicht abschrecken zu lassen von dem Ausdruck, dann werden wir sehen, da stehen einige Dinge drin, die kennen wir, also eigentlich zwei Konstanten, wenn man so will, wir haben hier nämlich Pi drin, also die Kreiszahl und wir haben die Eulersche Zahl, etwa 2,7 hier drin. Und was haben wir sonst noch? Sonst haben wir eigentlich nur noch x, das kennen wir, x ist unsere Variable, die Ausprägung unserer Variable. Und dann haben wir noch zwei andere griechische Buchstaben, nämlich μ und Sigma. Das Sigma kommt hier vorne auch nochmal vor. Also es scheint doch sowieso zu sein, dass hier oben in dem Exponenten irgendwas mit dem x passiert. Das x wird irgendwie, aha, bereinigt um den Mittelwert. Das scheint also so eine Art Zentrierung zu sein. Und dann wird geteilt durch zweimal, ja was eigentlich, zweimal Sigma Quadrat. Was ist Sigma Quadrat? Das ist die Varianz. Also eigentlich wird hier irgendwie durch die Streuung auch wieder geteilt. Das erinnert uns also sehr stark an die Z-Transformation. Und genau das passiert auch. Wenn wir jetzt hier für μ und Sigma schon die standardisierten Werte 0 und 1 einsetzen, also den Mittelwert von 0 und die Standardabweichung von 1, dann vereinfacht sich auch die Formel dieser Normalverteilung etwas. Dann haben wir nämlich nur noch e hoch z Quadrat, also das sind diese z-standardisierten Werte, halbe und dann noch so ein Skalierungsfaktor hier, Wurzel aus 2π. Ich gehe hier so relativ schnell über die Formel drüber, weil ich nicht von Ihnen erwarte, dass Sie die auswendig kennen. Die müssen Sie auch nicht kennen, das ist eine extrem berühmte Funktion natürlich. Aber Ihre mathematischen Details brauchen uns eigentlich hier gar nicht kümmern. Was uns aber sehr kümmern muss, ist diese spezielle Form, die diese Funktion eben annimmt. Warum? Weil immer wenn wir wissen, ein Merkmal ist wirklich standardnormal verteilt, hat also streut rund um den Mittelwert 0, später sagen wir auch rund um den Erwartungswert 0 und hat die Streuung von 1, also eine Standardabweichung von 1, dann wissen wir Folgendes. Wir wissen, dass bei Merkmalen, die sich genau so verteilen, in dem Bereich plus minus eine Standardabweichung 68% aller Beobachtungen werden zu finden sein. Also etwa 70%, man kann sich auch als Daumenregel merken, etwa 2/3 aller Beobachtungen liegen bei einem standardnormal verteilten Merkmal oder bei einem normal verteilten Merkmal, können wir sogar sagen, zwischen minus 1 und plus einer Standardabweichung. Wenn die Standardabweichung schon 1 ist, dann ist es eine Standardnormalverteilung und dann können wir sagen, also zwischen minus 1 und 1. Ich sage mal hier etwas allgemeiner zwischen minus einer und einer Standardabweichung. Da gilt das. Jetzt sehen Sie ja schon, dass wir damit offensichtlich 70% aller Merkmalsausprägungen eingefangen haben. Was passiert, wenn wir diese gelbe Box jetzt mal ein bisschen größer machen und sagen, wir gehen mal zwischen minus 2 Standardabweichungen und plus 2 Standardabweichungen? Da diese Kurve sich ja jetzt langsam hier schon wieder der Null annähert, werden es entsprechend natürlich nicht mehr so viele sein. Es sind ja auch eigentlich nur noch etwa 32% an Beobachtungen irgendwie da, links und rechts außerhalb der Box. Und wir sehen jetzt, wenn wir nochmal eine Standardabweichung dazugeben, also nochmal zwei eigentlich dazugeben, nämlich von minus 2 bis plus 2 Standardabweichungen jetzt gehen, das ist die Box sozusagen umfasst insgesamt 4 Standardabweichungen, dann fangen wir 95% aller Merkmalsausprägungen ein. Das ist die nächste wichtige Zahl.
Und jetzt ist wirklich nicht mehr viel übrig, aber wenn wir jetzt trotzdem nochmal eine ganze Standardabweichung rausgeben, jeweils minus 3 bis plus 3 Standardabweichungen, dann fangen wir quasi alles ein, dann haben wir 99% aller Beobachtungen. Es gibt immer noch 1%, was noch extremer liegt. Das liegt in der Natur dieser sich an Null natürlich nur asymptotisch annähernden Verteilung, dass wir nie alle möglichen Merkmalsausprägungen, so kann man es vielleicht hier mal sagen, einfangen werden. Aber nochmal zurück im Schnelldurchlauf. Wir wissen, oder Sie wissen jetzt, wenn Sie hören, aha, ein Merkmal ist wirklich normal verteilt, dann wissen Sie, zwischen minus einer und plus einer Standardabweichung 68%, zwischen minus 2 und plus 2 Standardabweichungen 95% und minus 3 bis plus 3 Standardabweichungen 99%. Das ist sozusagen so ein Dreiklang, den können Sie und sollten Sie auswendig wissen. Das sollten Sie einfach unter Normalverteilung abspeichern. Und wenn es eben eine Standardnormalverteilung ist, dann ist die Einheit schon Standardabweichungen und damit gilt quasi zwischen für Z-transformierte Merkmale gilt das Gleiche für Z-Werte minus 1 bis plus 1, 68%, Z-Werte minus 2 bis plus 2, 95%, Z-Werte minus 3 bis plus 3, 99%. An der Stelle können wir uns kurz mal einmal zurücklehnen und sagen, wir hatten doch schon mal eine Plotform, eine, manchmal sagt man auch nicht parametrische Plotform, wo wir einfach Perzentile ausgerechnet hatten und das abgetragen haben, um eben auch ein Gefühl dafür zu bekommen, wo liegen wie viel Prozent der Beobachtungen. Das ist in der Deskriptivstatistik natürlich das wichtige Werkzeug des Boxplots. Sie erinnern sich. Hier oben nochmal gezeigt, ein Boxplot. Und jetzt haben wir hier einfach mal einen Boxplot gemacht für eine Variable, die wirklich tatsächlich sich an die Regeln der Normalverteilung hält. Wir haben hier also ein Merkmal, was tatsächlich normal verteilt oder sogar standard normal verteilt ist. Dann muss dieser Boxplot natürlich ganz streng symmetrisch sein, ja, weil jetzt wirklich sozusagen der Median genau dem Mittel auch entsprechen muss. Und dann muss es quasi genau symmetrisch gehen, wenn ich nach links oder nach rechts gehe, sammle ich immer entsprechend gleich viele mögliche Merkmalsausprägungen ein, wie ich auch auf der anderen Seite einsammeln würde. Es muss also alles strikt symmetrisch zugehen. Das tut es hier auch. Und man könnte sagen, dann ist es ja so, dass die Box eines Boxplots immer 50% aller Beobachtungen einfängt, vom ersten bis zum dritten Quartil. Wenn man das dann abträgt auf eine Standard-Normalverteilung, muss man also irgendwie noch ein bisschen kleiner als plus minus eine Standardabweichung rauskommen, richtig? Weil minus eine Standardabweichung bis plus eine sind ja 68% und das sind jetzt nur 50%. Und hier sehen wir jetzt zum ersten Mal auch ein bisschen eine Begründung, wenn man so will, warum Tukey in seinem Originalvorschlag gesagt hat, lass uns mal diese Whisker beim Boxplot anderthalb mal die Boxlänge zeichnen. Warum hat er das vorgeschlagen? Weil es so ganz grob als Pi mal Daumen auf 2,7 Standardabweichungen hinausläuft. Und 2,7 Standardabweichungen oder dann fast 3 Standardabweichungen ist also so eine wichtige Größe in der Statistik, wo man weiß, dass man fast etwa 99% aller Merkmale eingefangen hat. Das wäre der Fall, wenn man wirklich bis 3 Sigma gehen würde. Hier unten sehen wir die Zahlen nochmal, die wir gerade mit der gelben Box auf dem Graph vorher hatten. Minus eine bis eine Standardabweichung. Man sagt manchmal auch den griechischen Buchstaben nutzend minus ein Sigma bis plus ein Sigma 68% und dann jeweils oben drüber nochmal etwa 16% und drunter etwa nochmal 16%. Diese Standard-Normalverteilung kann ich also auch in einem Boxplot natürlich darstellen, aber wir haben jetzt hier unsere erste stetige Verteilung kennengelernt. Wenn wir in ein paar Wochen uns den Wahrscheinlichkeitsverteilungen nochmal neu nähern, wird alles auch wieder auf die Normalverteilung hinauslaufen. Wir können hier noch kurz einen Unterschied machen, dann haben wir es auch schon bald wieder geschafft für dieses kurze Video. Wir können nochmal einen Unterschied machen hier an dieser Stelle zwischen der sogenannten Dichtefunktion eines Merkmals
und der dazugehörenden Verteilungsfunktion. Was war die Verteilungsfunktion? Die Verteilungsfunktion war die kumulierte Variante. Wenn ich also nicht die, wie soll ich sagen, lokale Häufigkeit einer Merkmalsausprägung abtrage, sondern von, wie rum soll ich das zeigen für Sie jetzt, von links nach rechts quasi, die kumulierte Verteilung mehr abtrage. Also wenn ich diese Dichtefunktion da oben in dem oberen Graph nehme und aufkumuliere, komme ich bei der Verteilungsfunktion raus. Und diese Verteilungsfunktion der Standard-Normalverteilung, die sieht also aus wie so ein Sigmoid. Zurzeit 2020, SARS-Covid-Pandemie hat uns alle gelehrt, ständig auf solche S-förmigen Kurven zu schauen. Diese spezielle Kurve, die kumulierte Normalverteilung, wäre ein sehr gutes mathematisches Modell, um viele natürliche Prozesse auch zu modellieren. Wir werden diese kumulierte Normalverteilung später auch benutzen. Am Ende vom heutigen Video sehen wir ein kurzes Beispiel dafür, denn aus der kann ich wiederum, das haben wir eingeübt, sehr gut ablesen, bei welchem Wert dieser Variable ich wie viel Prozent der Merkmalsausprägung ich bereits eingefangen habe, sozusagen, wenn ich mir die kumulierte hier ablese. Ich weiß, dass ich bei μ, in dem Fall also bei, was haben wir denn hier? Wir haben hier ein Merkmal, was offensichtlich rund um 90 verteilt ist, mit einer Standardabweichung. Ne, jetzt muss ich kurz gucken. Ne, das stimmt nicht rund um 90, sondern rund um 75, verzeihen Sie, das habe ich falsch abgelesen. Sie haben es sicher gleich bemerkt. Hier rund um 75 ist das Merkmal verteilt, hat also einen Mittelwert oder ein μ in dem Fall, griechischer Buchstabe, das scheint etwas sehr Hypothetisches hier nur zu sein, Verzeihung, etwas sehr Hypothetisches nur zu sein, rund um 75 verteilt mit einer Standardabweichung von 10 innerhalb von einem Sigma, also in dem Fall von 65 bis 85 minus 1 Sigma bis plus 1 Sigma habe ich 68% aller Beobachtungen. Ja? Und bei μ gleich 75 habe ich, das zeigt mir die kumulierte hier auch nochmal an, 50% der Merkmalsausprägungen bereits eingefangen. Wenn ich dann also zu einem Sigma gehe, in dem Fall zu 85, wie viel habe ich dann? Dann müsste ich etwa, was müsste ich dann haben? Dann müsste ich die ganze Box haben, das sind 8, und ich nenne das in dem Fall mal die ganze Box, diese ganze gelbe Box, das sind 68%, und dann habe ich da unten noch etwa 16%, also 16 und 68 müsste etwa irgendwas von 84% geben, und das kann ich hier auch ablesen. Wenn ich bei plus 1 Sigma rausgekommen bin, das wäre also hier etwa bei 85, dann müsste ich etwa 84% meiner Merkmalsausprägungen eingefangen haben. Nochmal, das ist der Sinn von so einer Verteilungsfunktion, dass ich solche Aussagen, solche Prozentränge dort direkt ablesen kann. Sie fragen sich vielleicht jetzt, warum spielt die Normalverteilung so eine große Rolle? Zum einen ist es so, dass wir mit der Normalverteilung ein mathematisches Modell haben, was wir dann ganz gut verstehen. Unser Bestreben wird es also oft sein, zu schauen, ob Merkmale nicht zumindest so approximativ, also annähernd, normal verteilt sind. Und tatsächlich ist es so, dass auch viele Phänomene in der Natur approximativ sich normal verteilen. Ein Grund dafür ist, dass zum Beispiel natürliche Prozesse, die einer Vielzahl von kleinen, oft zufälligen Entscheidungen unterliegen. Das ist zum Beispiel in der Genetik der Fall. Wenn sich sehr viele, sehr viele Gene, sehr viele Einflüsse zusammen irgendwie aufaddieren oder auch aufmultiplizieren, zum Endergebnis quasi. Zum Beispiel das Endergebnis könnte sein, der Phänotyp, den Sie eben haben, Ihre Körpergröße oder mit Verlaub Ihre Intelligenz. Das können wir uns so vorstellen, dass viele, viele zufällige Gründe, teilweise eben in Ihrem Genom, teilweise in Ihrer Umwelt, in ihrer Kindheit, in Ihrer Ernährung dazu beigetragen haben, dass Sie heute eben 1,74 oder 1,82 oder 1,62 groß sind. Dass diese Vielzahl der Ursachen in der Natur oft dazu führt, dass das Endergebnis approximativ
normal verteilt ist. Wir werden uns in ein paar Wochen sehr dafür interessieren, dass das zum Beispiel auch gilt für die Mittelwerte vieler, vieler gezogener Stichproben. Beim Ziehen solcher Stichproben sind viele Zufallsprozesse involviert und nichtsdestotrotz gehorchen die Mittelwerte, die ich aus solchen Stichproben ermittle, einem Gesetz, dem sogenannten zentralen Grenzwertsatz, der eigentlich, das kann ich hier mal ganz verkürzt schon mal vorwegnehmen, nichts anderes besagt, als dass sich die Mittelwerte, die zu ziehenden Mittelwerte aus einer Population immer approximativ normal verteilen werden, rund um den Warnwert, den Erwartungswert in der Population. Hier in diesem kleinen Bild sehen Sie das berühmte Galton Board von Francis Galton. Der hat damals eine Maschine gebaut, um eigentlich in der Royal Society, als er seine Vererbungsprinzipien vorstellte, diese Idee zu zeigen, dass aus einer Vielzahl von binären Entscheidungen, wenn Sie hier oben sehen, Sie schmeißen da oben Kügelchen rein, passiert jedes Mal binär zufällig nur Folgendes: Die Kugel kann entweder nach links oder nach rechts. Ja? Also auf jeder Stufe, wenn die Kugel auf so eine Wabe dort trifft, hat sie eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Und es ist auch völlig zufällig, ob sie nach links oder nach rechts springt. Wenn Sie nun eine Vielzahl solcher zufälliger Entscheidungen aufaddieren, sozusagen, kommt unten, das sehen Sie dann an diesen Röhren, wo die Kügelchen reinfallen, verwirklicht sich unten sozusagen eine Normalverteilung. Nicht unbedingt eine Standardnormalverteilung, die Streuung, die da jetzt drin ist, wäre noch zu bestimmen, aber eine approximative Normalverteilung. Und deshalb ist uns die Standardnormalverteilung und die Normalverteilung so ans Herz gewachsen. Weil das heißt, wenn wir davon ausgehen können, dass wir hier einen Prozess studieren, Körpergröße ist dafür ein sehr schönes Beispiel, der zumindest approximativ, also annähernd normal verteilt ist, dann können wir sie mittels Z-Standardisierung, also indem wir dann den Mittelwert abziehen und durch die Standardabweichung, die wir tatsächlich beobachtet haben in diesem Merkmal, teilen, in einen Werteraum transformieren, einen Werteraum aus dann sogenannten Z-Werten, der sich dann sehr leicht beschreiben lässt mit zwei Parametern, also zwei Stellschrauben, nämlich dem Mittelwert oder Erwartungswert. Wo sitzt diese spezielle Normalverteilung und welche Streuung, welche Standardabweichung hat diese spezielle Normalverteilung? Wenn ich die kenne, kann ich das dann also sozusagen darstellen und das ist dann für eine Vielzahl von statistischen Phänomenen immer sozusagen so die Zielgröße, auf die wir hinsteuern. Also das approximativ Normalverteilte wird so ein ganz wichtiges Zauberwort in der Statistik sein. Sie haben für Ihre Zwecke auch dann später im Semester, wenn Sie mal schauen wollen, in Moodle bereits schon einen Ordner, der nennt sich, glaube ich, Tabellen oder zumindest haben Sie diese Tabellen in Moodle vorliegen. Und wenn Sie auch mal hinten in quasi jedes Statistikbuch reinschauen, finden Sie auch dort solche Tabellen. Was zeigen diese Tabellen eigentlich? Die zeigen in diesem Fall hier eine Standard-Normalverteilung, also wieder diese berühmte gaußsche Dichtefunktion und dann tabuliert für bestimmte Z-Werte, die sind also hier abgetragen. Es ist so ein bisschen kompliziert abgetragen oder muss eben so sein, nämlich das hier sind sozusagen oben, was Sie hier in Fett sehen, die Nachkommastellen. Sie sehen also abgetragen Z-Werte, zum Beispiel ein Z-Wert von, was hatten wir vorher, minus 2,68. Das wäre also diese 0,8, muss quasi hier dazu addiert werden, minus 2,608. Und ich weiß jetzt, dass ich sozusagen, wenn ich bei einem Z-Wert von minus 2,7 bin, dass dann nur noch, und das ist dann die Zahl, die hier eigentlich notiert ist, nur noch 0,037, also etwas weniger als 0,4%, kann man sagen, etwas weniger als ein halbes Prozent, an Merkmalsausprägungen in einer Standardnormalverteilung noch solche kleinen, dann sehr kleinen Z-Werte annimmt. Leider hier auf dem Screenshot nicht mehr gezeigt ist, natürlich können Sie sich selber gleich mal fragen, welcher Wert müsste denn hier, ich könnte mal für unsere Zwecke noch sagen, welche relative Häufigkeit, welches
Perzentil, kann ich auch sagen, muss denn hier in dieser Tabelle notiert sein, wenn ich den Z-Wert 0 nachgucke. Oder auch wenn ich den Z-Wert 1 nachgucke oder den Z-Wert minus 1. Das können Sie sich ja selber nochmal fragen und dann anhand dieser Tabellen in Moodle oder auch in jedem Statistiklehrbuch überprüfen. Das soll es für heute zur Standard-Normalverteilung gewesen sein. Ich glaube, ich möchte das Video beenden, indem ich hier nochmal ganz kurz auf das eine absolut allerwichtigste dieser Vorlesung zurückkomme. Wenn ich ein Merkmal habe, von dem ich weiß, dass es einer Normalverteilung gehorcht, dann weiß ich, aha, es ist normal verteilt. Was weiß ich also darüber? Ich weiß, zwischen minus 1 und plus einer Standardabweichung kann ich erwarten, 68% oder 2/3 aller Beobachtungen. Zwischen zwei Standardabweichungen schon 95%. Und wenn ich dann noch auf drei Standardabweichungen gehe, zwischen minus 3 und drei Standardabweichungen einer Normalverteilung, sollte ich 99% aller Beobachtungen, aller Merkmalsausprägungen erwarten können. Das soll es für heute gewesen sein. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.